Die Augsburger Feierkultur kann wieder aufleben. Wir haben alle wieder richtig Lust auf gemeinsames Tanzen, Lachen, Trinken und das Leben und die Nacht zu feiern. Wir sind jung und haben so viel Lust darauf und endlich stehen uns die Clubtüren wieder offen. Das diesjährige Motto vom Diversity-Tag passt genau dazu. Let's celebrate diversity. Gute Idee, oder? Aber wie feiern die Menschen eigentlich in Augsburg? Und vor allem, wie divers ist eigentlich das Augsburger Nachtleben? Wir sind hier am Königsplatz mitten in Augsburg und bauen hier gerade unseren Interviewstand auf. Dort wollen wir später die Menschen zum Thema Feiern gehen in Augsburg befragen. Wir legen ein Leintuch aus, auf dem die Leute ihre Erfahrungen draufschreiben können. Wir haben auch ein paar Snacks, also hoffen wir, einige anzulocken. Ja, schon, doch. Ja. Ich gehe gern, ja. Ja, also ich bin also noch so ein Alter, wo ich eigentlich noch gerne feiern gehe. Also noch nicht zu alt und auch nicht noch zu jung. Ne? Prinzipiell ja, aber es war schon mal öfter. Ja, schon. Nicht so oft, wie ich gerne will, weil ich keine Zeit habe. Aber zweimal im Monat gehe ich schon sehr gerne feiern. Eher Clubs, also ja. Bars eigentlich nicht so. City Club, Kantine. Ich bin in der ganz alten Rockfabrik immer drin. Ich bin ja Musiker selber so, also bin auch gerne in der Hofer oder sowas, also Metal und so Rock und sowas. Zuletzt war es in Memmingen in einem Club. Kommt drauf an, auf was hat der Kumpel Lust, die Freunde dann, aber meistens gehen wir halt Disco, ja. Glaub schon, bis auf einmal in München, nicht, weil ich zu betrunken war. Ja, also bei mir war auch, glaube ich, ein, zwei Mal, dass ich zu betrunken war. Und was es einmal gab, war, dass sie nicht so viele männliche Personen reingelassen haben. Ja, das war in München. Da bin ich reingekommen, weil wir hatten Anzüge an, also Sakkos, schicke Hose und alles so, und haben uns richtig vorbereitet. Aber ich hatte Turnschuhe an. Und er hat mich angeschaut und gemeint, nee, der Rest passt, aber die Turnschuhe nicht. Es geht so nicht, passt nicht zusammen. Da habe ich ihn auch gefragt, aber wer guckt denn im Club so auf die Schuhe? Jetzt würde ich aber sagen, oh, guck dir die Schuhe an, das geht nicht so. Und dann hat er gemeint, nee, es geht nicht, und hat uns dann wieder weggeschickt. Ich bin nicht einmal wirklich annähernd an der Tür schon gekommen, ist der Sicherheitsdienst auf mich zugekommen, hat gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, weil ich mich mit den falschen Leuten unterhalten habe. Man kann darauf hoffen, dass diese Erfahrung, aus solchen Gründen nicht in den Club zu kommen, einmalig bleibt. Nun ist es aber so, dass es auch Menschen gibt, für die solche Erfahrungen keine Ausnahme sind, sondern immer wieder auf derselben Grundlage geschehen. Bist du gerne gerade zum Feiern? Also zum Beispiel Clubs oder in Bars, gehst du gerne aus? Ja, gehst schon gerne mal weg. Okay, und wenn du feiern gehst, wo bist du dann normalerweise? Ja, in Bars. In den Goldbraun und da war ich in den Max. Das kenne ich gar nicht, glaube ich. In Clubs gehst du auch? In Rockfabrik. Okay. Es gibt auch viele in meiner Hautfarbe, die vielleicht nicht von hierher kommen, die Regeln noch nicht ganz kapiert haben und auch dementsprechend besoffen sind. Man als Flüchtlinge wurde nicht so einfach reingelassen. Weil wenn einer Fehler macht, wurde alle in eine Augen geschaut und da wurde viel anstrengender genommen. Wie war es in der Rockfabrik oder generell, wenn du bei anderen Clubs warst, bist du bisher da auch immer reingekommen? Ja, das ist eher schwierig. Clubs überhaupt reinzukommen? Ja, viele sind halt nicht barrierefrei. Ich komme halt aus Syrien und wo wir als Gruppe in einem Asylheim waren, haben wir die Jungs öfter versucht, in Clubs reinzukommen, aber da hattest du halt so eine Fiktionsbescheinigung, grünes Ding, was öfter bei der Türsteher nicht akzeptiert wurde. Gehst du grundsätzlich gerne feiern? Ja. Wo gehst du gerne hin? Oh, boah. Die Hofer. Warst du auch schon irgendwie in anderen Clubs? Nein.
Köln. Immer. Du kannst nicht überall. Also da wird man mit dem Rollstuhl reinkommen, da kommt man rein, aber da gibt es halt keine Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Da muss man halt dort vor die Tür, aber beim Parkplatz in dem Eck. Das ist dann halt auch jetzt so schön, aber vielleicht würden da auch mehr Leute hingehen. Also Menschen mit Behinderung, wenn sie die Toilette umbauen würden. Ich gehe gerne feiern in Augsburg. Ich gehe noch aus den unterschiedlichen, also auch aus den Clubs und Bars. Also vor allem Clubs und Bars? Genau. Ist schon 90% auch aus den Clubs, auch aus den hier in Augsburg, gehe ich auch aus dem komisch rein, aber aus den ein paar Clubs, also da ist auch aus den, habe ich auch immer geholt. Das ist auch ein bisschen nicht so gut, auch aus die von Security, auch aus die, die kontrolliert sind, werden als die Leute und. Habe ich noch also ein Problem auch gehabt, das noch also mit einem Club also in Augsburg. Wir haben uns jetzt noch die Frage gestellt, wie könnte die Situation für Menschen mit Behinderung und oder Migrationshintergrund verbessert werden? Wie können aktuelle Diskriminierungen gemindert werden? Wir haben die Menschen in Augsburg gefragt, was sie für Ideen hätten. Besitzer vom Club schon drauf schauen, dass man da eben nicht den Fokus darauf legt, sondern dass man halt einfach alle reinlässt, egal ob es jetzt Frau oder Mann ist oder eben divers. Also ich finde, da sollten alle reinkommen. Ich weiß nicht, es müssen generell für Frauen Selbstverteidigungsstrukturen aufgebaut werden und die Frauensolidarität untereinander gestärkt werden. Also dass Frauen untereinander halt schon so sind, dass sie sich halt unterstützen und helfen. Ansonsten vielleicht, dass die Türsteher halt sensibilisiert sind für Sexismus und Rassismus und dass man da halt irgendwie ein Auge drauf hat. Ob das von Aussehen ist, es muss alle gleich eingeschaut werden oder halt andere Gründe, halt die Menschheit muss gleichberechtigt sein. Also, was könnte sich alles verändern? Clubs barrierefrei gestalten, Antidiskriminierungstrainings für TürsteherInnen, Aufklärungsarbeit zur Sensibilisierung von Menschen, die Diskriminierung selbst nicht erfahren, aber Zeugen davon werden. Das war jetzt unser Bannertag am Königsplatz und wir sind selber sehr überrascht davon, wie viele verschiedene Perspektiven wir einfangen konnten und welche Erfahrungen auch und Geschichten die Menschen mit uns geteilt haben. Und diese ganz unterschiedlichen Erfahrungen zeigen einfach, dass Menschen unterschiedliche Möglichkeiten haben, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und wir finden es einfach wichtig, dass sich jede Person ein bisschen mehr bewusst darüber wird, was sie für einen individuellen Handlungsspielraum haben, was gesellschaftliche Teilhabe beispielsweise betrifft. Und ein bisschen mehr ein Auge dafür zu bekommen, was andere Menschen für Möglichkeitsräume haben und wie man es selber individuell angehen kann, dass diese Möglichkeitsräume ein bisschen gerechter werden.